Und damit herzlich willkommen zurück zu... Achso, ich muss das mal wieder reinfinden. Warte mal ganz kurz. Wohl neu hier, was? Ah ja, genau, das kennen wir. Erst wieder reinfinden. Neu hier, was? Aktuelle Quest, beschütze den Wächter, den... Urquelltempel in der Test... In der Tempelsteppe entdecken und Kommandeur Vale finden. Ich renne immer mal drauf los. Achso, wieder reinfinden, wie das hier war. Ich muss, glaube ich, mit den Nummern arbeiten, gell? Genau. Okay, so war das. Und dann haben wir hier noch... Ah, okay, genau. So, 5. Genau. Und die Fische, ja, die machen halt den Rest. Und 4 war... Ah. Okay. Momentan haben wir eine Spinne. Ja, damit herzlich willkommen zurück. Ich habe gerade eine Menge League of Legends gespielt, weil ich eigentlich gerade meine ich habe mich promoted, dachte mir, hey, cool, das wird sicher geil, und ja, mein Internet ist jetzt so schlecht, ich muss auch den Stream abbrechen heute, den ich mir eigentlich vorgeplant hatte. Ich ja, ich habe die 10 Games gemacht und habe mir vorgenommen, die nächste Woche erstmal nicht mehr League of Legends zu spielen. So, wir müssen den Tempel entdecken. Sieht aus wie ein Tempel hier. Ah ne, hier waren wir ja schon, gell? Okay. Da ist irgendwas. Wir hatten in der letzten Folge Probleme damit, mit dem großen Vieh zurechtzukommen, was da war. Genau, zum Pfad der verehrten Toten. Nigger, Schnigger, das ist ja gar nicht das. So, wir müssen das bei den Tempels finden hier. Boah, ich vermehre mich doch voll wieder gleich. Ich glaube, die... ich glaube, die... Sterne markieren die Questziele. Und wir haben irgendeinen Schlüssel gefunden. Goldener Schlüssel ist der Schlüssel in... In dem Schlüssel ist eine Truhe eingeritzt. Was? In dem Schlüssel ist eine Truhe eingeritzt. Gibt ja voll viel Sinn. Hier hat man ja schon ziemlich viel gelernt. Schädelsenke betreten. Hier hat man eigentlich schon alles platt gemacht, gell? Ah, genau, hier hat man einmal das... Ach genau, hier. Da sind wir nicht weitergekommen, weil da dieses Riesenvieh kam. Okay, hier komme ich auch nicht weiter. Hier geht's auch nicht weiter. Oh, ach da. Okay, da habe ich die Katze wieder. Oh, da ist einer. Okay, erstmal gucken wieder. Boah, was ist das denn? Boah, krass. Na, nimm. Ah, super. What the fuck? Ich will ihn einfach zurechtfinden hier wieder. Boah. Ich sollte mir vielleicht angewöhnen, bei solchen Spielen größere Aufnahmen zu machen, wo es wirklich ein bisschen aufs so mit Skill ein bisschen was zu tun hat. Ich brauche mehr Mana. Ich habe nicht genug Mana. Okay. Ah, das ich habe mich gerade überlegt, funktioniert das, aber es funktioniert anscheinend wirklich. Hab gerade geschaut, man kann da anscheinend nicht, wenn man drüber läuft, wenn man die anschießt, deaktivieren. Na nur, was ist das denn? Irgendwie gar nichts, okay.
Na gut. Hat auch nichts trocken gelassen, muss man denn hier? Uah. Ich brauche mehr Mana. Ich brauche mehr Mana. Ich habe wenig Mana. Okay. Ich habe wenig Mana. Ich brauche mehr Mana. Boah, was ist das denn? Ich brauche mehr Mana. Ich habe wenig Mana. Ulala, was ist denn das? Mana. Ich brauche mehr Mana. Also so laufe ich. Ihr seid erfahren. Alter, das ist voll schwer, wenn man das noch gar nicht so kennt, diese Art von Steuerung. Ich glaube, ich lege mir die vielleicht mal komplett um. Ich glaube, wir sehen uns mal gleich wieder. Ich lege mir mal die Steuerung um. So, da bin ich wieder. Ich habe das jetzt mal so umgelegt. Ja, erhöhen wir das da, damit wir beide das nächste Level kriegen. Wir können hier 5 Attributspunkte vergeben. Na komm, lass uns nicht lumpen. So, und so habe ich mir jetzt die Kläffenwurf auf die 1 gelegt. Dann habe ich hier den hier, dann habe ich jetzt hier den und dann habe ich den. So. Laufen durch mit der Taste, die andere Taste habe ich nicht belegt. Und auf der 8 habe ich den Heiltrank, der ist mit meiner Maustaste belegt und die 9 ist ebenfalls mit meiner Maustaste, das wird der Mana-Trank dann. Die Fische habe ich erstmal weggeräumt. So, testen wir mal, ob es funktioniert. Das ist super. Klappt doch, super. Na gut. Ah, das war kaputt. Nicht genug Mana. Ich brauche mehr Mana. Was ist das denn? Ich habe wenig Mana. Whoa. Ich habe wenig Mana. Alter. Das. Gut, dass meine Katze so stark ist. Die bringt mich ja heil durch. What the fuck? Ich brauche mehr Mana. Wundert mich gerade, dass das jetzt nicht geht. Normal. Einstellungen, Steuerung. Funktion 8. Ist jetzt vielleicht doch einfach mal bei. Ach, das ist F8. Ach so. Hier hätte ich das drauf tun müssen. 8 ist jetzt das und 9 ist jetzt das. So, anwenden. Ah, super. Jetzt kann ich mich auch hier aufwählen mit ganz einfachem Knopfdruck. Das gefällt mir. Okay. Wow.
Interessant. Oh. Das ist eine Falle. Quest abgeschlossen. Rüstungskammer der Bestien. Interessant. Na, stopp. Okay, hier ist nichts mehr. Das ist interessant. Wow. So, okay. Die wirken immer so stark und dann schießt er einmal drauf, sind sie tot, Alter. Okay, Bretter. Diese ganzen Fallen überall. Schon krass. Ich guck mal kurz auf die Map. Hier haben wir noch nicht so viel erforscht. Vielleicht ganz praktisch, wenn man das so lässt. Ich will euch nichts Böses, ich bin nur eine einsame Seele über den Tod hinaus gefangen. Betrogen und erdrängt von niederträchtigen Gefährten erlebe ich hier fortend mein Ende nach und nach, wartens vergebend darauf, dass mein Tod gesühnt wird. Das ist halt jetzt, irgendwie habe ich da ein Wort vergessen, das klang sehr komisch gerade. Doch es ist mehr als 100 Jahre her, dass ich meinen letzten Atemzug tat und meine Mörder sind fast ebenso lange tot. Sie starben in einem Versteck in der Blunderbucht. Begebt euch durch dieses Portal zu ihrem Anführer Captain Willy. Zeigt ihm, dass die Gerechtigkeit ihn weder vergessen noch ihn verziehen hat. Können wir gerne machen. Eine Quest bekommen. Hui, aber die Blunderbucht. Aha. Interessant. Ja, dass ihr also verschanzt. Ja. Ich will immer in die Stadt. Alter, das ging jetzt aber schnell. So wird's in der Blunderbucht. Kennen wir uns? Nein. Braucht ihr etwas? Ich würde gern was verkaufen. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich das, was die Katze hatte, schon vor... Okay, angelegt habe ich das da. Wie ging das mit... Habe ich es verkauft, ja genau. Körperpanzerung normal, erfordert Level 4, kann auch weg. Erfordert Stufe 7. Eisring. Schaden pro Sekunde, sehr hohes Angriffstempo. Körperlicher Schaden. Ich nehme den mal und verkaufe das mal. Dann verkaufen wir mal... Ne, die beiden behalte ich. Ne, die beiden behalte ich. Das kann ich anlegen. Dann kann das weg. Auch das kann weg. Was ist das denn? Willis einsames anderes Auge. Einaugiges anderes Auge. Rüstung, Schmuckgegenstände. Ich weiß nicht, für was das da ist. Ich tue es erstmal verkaufen. Das verkaufen wir, dann legen wir das an, dann legen wir das an. So.